Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute reden wir mal darüber, wieso eigentlich gerade die Welt am Arsch ist oder wieso sich das Ganze gerade so in das Negative entwickelt. Viele haben das wahrscheinlich noch nicht so ganz auf dem Schirm, aber ich finde irgendwie, so die Welt ist gerade echt in einem Punkt angelangt, wo man sich denkt, Digga, was geht hier ab? Und das Krasse ist, dass man das die ganze Zeit so Stück für Stück immer, kann man sagen, ja, an diesen Punkt geleitet hat. Und viele denken jetzt wahrscheinlich auch, die Umwelt meine ich eigentlich direkt gar nicht so wirklich direkt. Also mit der Umwelt muss man halt damit klarkommen, dass sich die Welt einfach so entwickelt hat. Und klar, man muss da irgendwie darauf achten, dass man die Umwelt ein bisschen mehr schont, klar. Aber worüber ich eigentlich reden möchte, ist so generell die Art des Menschen, wie der heute ist, wenn man eben mit den früheren Menschen vergleicht, das ist voll der Unterschied, ja. Die Menschen haben irgendwie vergessen, was Ehre und Respekt ist. Und fangen wir einfach mal da an, was mit der Sexualisierung oder mit der Identifizierung des Menschen. Also ich meine, heute, wenn ein Mensch ein Kind bekommt, kann man nicht mal sagen, oh, es ist ein Junge oder es ist ein Mädchen. So, das geht irgendwie anscheinend nicht mehr. Oder man kann als Typ nicht mal, man weiß nicht, ob man jetzt eine Frau anspricht. Und ob diese Frau eine Frau ist oder ob das mal früher ein Mann gewesen ist oder ob die Frau überhaupt sich als Frau identifiziert und ob die Frau überhaupt Interesse an Männern hat. So, das ist sowas, das ist richtig crazy mittlerweile, dass die Menschen sich so jetzt über jede Kleinigkeit scheren, außer über den Islam. Das ist echt witzig, so, aber darüber will ich eigentlich gar nicht reden, über den Islam. Ich will eigentlich mehr darüber reden, dass ja, die Menschen eigentlich so, ja, wie sich der Mensch entwickelt hat. So. Wir haben ja gerade darüber geredet, dass die Sexualisierung des Menschen. Und das hat auch damit zu tun, dass die Menschen sich immer freizügiger anziehen. Früher war das ja so, als man sich freizügig angezogen hat, wurde das ja direkt verspottet. In manchen Ländern wird das immer noch verspottet, glücklicherweise. Und man konnte nicht direkt von heute auf morgen zur damaligen Zeit sagen, ja, wir tragen alle nur noch jetzt kurze Sachen, weil du kannst nicht einfach zu einer Menschenmenge hingehen, die eine bestimmte Lebensart verfolgt und dann auch es komplett umändern. Deswegen ändern sie das Stück für Stück. Mittlerweile sieht man ja das Ganze, wie sie diese Menschen ja quasi umändert, umkonditioniert, sagt man das vielleicht so. Irgendwie sowas hatten wir, glaube ich, damals in Psychologie, aber bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Die ändern halt einfach das komplette Verhalten des Menschen, wenn man das mal vergleicht. Und auch die Werte eines Menschen werden auch komplett geändert. Beziehungsweise wurden krass geändert. Wenn ich mir jetzt mal so anschaue, wie die Menschen so heute ticken, das ist krass. Und das Ganze wird ja dadurch gemacht, dass durch die Medien, die wir heute haben, ja? Social Media, Internet, Snapchat, alles Mögliche. Wir haben so viele Social Media Kanäle und die eine ekliger als die andere. Ich meine, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille natürlich. Ne? Es gibt in der heutigen Zeit gibt es auch viele gute, positive Aspekte, die es früher vielleicht nicht gab, aber dafür auch andere negative Aspekte. Und das ist irgendwie anscheinend bei jeder Sache, die man eigentlich so macht, gibt es immer was Gutes und was Negatives, das so mit dazu kommt. Und das ist halt der Lauf der Dinge. Und ich wollte einfach mal so ein Video darüber machen, weil ich mir denke, so, darüber redet halt einfach keiner, so dass, wie krass eigentlich gerade so die Menschheit sich verändert hat. Und wie krass, dass die Menschheit so, ja, sich in eine Richtung entwickelt, wie sie es eigentlich nicht entwickeln sollte. Ich meine, ein Mensch ist immer noch ein Lebewesen. Und so, es gibt dafür viel zu viele Themen, muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen kann ich das nicht alles nicht in ein Video reinpacken. Deswegen möchte ich das Video auch nicht viel zu lang machen, weil es gibt so viel über das Thema, man könnte ganz ausführlich über diese LGBTQ-Dinge reden oder über das Kleiden, wie sich Menschen kleiden. Darüber könnte man auch ein richtig langes Video machen. Oder generell, wie sich der Mensch entwickelt hat. Und das Ganze ist halt zurückzuführen auf die Kinder halt, ja. Und die Kinder, wir bekommen ja mittlerweile in jungen Jahren ein Handy oder kommen in ein Umfeld, wo die Eltern nicht wirklich auf ihr Kind achten und denen es irgendwie relativ scheißegal ist, was für Begriffe die benutzen, ich wollte schon Fachbegriffe sagen. Das führt halt dazu, dass die Kinder halt schon im frühen Alter sehr, sehr unangebrachte Begriffe benutzen
und auch nicht wissen, wie man sich richtig verhält, weil den Lehrern ist das relativ scheißegal, sage ich mal so. Denen juckt es hauptsächlich, dass die einfach im Unterricht ein bisschen still sind und ja, und dann irgendwie mit dem Stoff durchkommen und am Ende des Tages ihr Geld bekommen. So, also eigentlich juckt es noch nicht mal wirklich, ob das jetzt Ruhe ist oder nicht. Ich hatte sogar einen Lehrer, den hat es einfach gar nicht gejuckt, ob die Schüler laut waren, der dann einfach so alleine mit ein, zwei Schülern dann weiter den Unterricht gemacht. Man kann den Eltern eigentlich auch nicht so ganz so böse sein, weil die Eltern wollen ja ihre Kinder erreichen, ne? Und deswegen holen die Eltern ja auch ihren Kindern ja, Handys, womit sie ganz gut erreichen können. Beispielsweise, ja, beispielsweise ein Smartphone, womit sie halt per WhatsApp erreichbar sind oder direkt anrufen können. Und weil das heute mittlerweile so ein gängiges Ding ist, holen die halt ein Smartphone. Und das Ding ist, ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn man jetzt sein Kind ein nicht Smartphone holt, also ein normales Tastenhandy, so ein altes Tastenhandy holen würde oder es gibt auch neue Tastenhandys, dann würde man das Kind vielleicht ja ausgrenzen in der Schule, beziehungsweise es also quasi hopsen nehmen dafür, dass es ein Tastenhandy hat und nicht ein Smartphone wie alle anderen Kinder hat. Wobei das sollte halt dann auch irgendwie zweitrangig relevant sein. Man sollte halt schon ein Kind so erziehen, dass es auch von anderen Kindern, ja, also so viel Selbstbewusstsein hat, dass es sich irgendwie nicht von den anderen Kindern einschüchtern lässt. Und das ist irgendwie auch wichtig, dass die Eltern darauf auch achten. Vielleicht könnte man damit irgendwie entgegenwirken, solchen Dingen. Aber ja, und wenn man halt ein Smartphone hat, kommt man halt auf Plattformen wie YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok und ihr wisst alle, was da für ein Müll teilweise hochgeladen wird. Und die meisten Kinder bekommen halt eher so einen Müll vorgeschlagen als ja, irgendwie wissenschaftliche Dokumentation oder sowas, sage ich mal jetzt. Und genau. Deswegen müssen wir die Kinder schützen vor diesem Müll, den es hier mittlerweile auf dieser Welt gibt. Und es gibt auch einen Grund, wieso mittlerweile es Langtagsschulen gibt oder Langtagskindergärten. Gibt es Langtagskindergärten überhaupt? Ich weiß gar nicht. Zu meiner Zeit wurde das neu eingeführt in den Langtagen für die Schüler. Und jetzt wurde auch in NRW wieder 13 Schuljahre fürs Abitur eingeführt. Zu meiner Schulzeit waren das 12, jetzt gibt es wieder 13. Da merkt man auch, dass die Kinder länger noch in der Schule halten wollen, damit sie ja, noch mehr Einfluss, die Kinder noch mehr beeinflussen können. Es wird ja auch in der Schule nie gesagt, wird selbstständiger oder so. Da werden immer so Berufe genannt wie, ja, macht das und das, wird Arzt oder wird ja, Polizist oder Verkaufsmann, wie sagt man jetzt? Wie nennt man die nochmal? Kaufmann oder sowas? Ja, halt ein Kassierer halt, ja. Oder Müllmann, nicht Müllmann, aber halt solche Standardjobs, halt als Angestellter. Ja. Es sind immer so Jobs als Angestellte da immer so besprochen, aber es wird nie gesagt, wird selbstständig. Oder mach das, mach so eine Business-Idee. Oder ja, du hast nur so eine Business-Idee. Das wird nie so supported, auch nicht von den Lehrern, deswegen. Oder auch generell so finanzielle Themen werden da auch nicht wirklich supported. Ja, habe ich auch oft gemerkt. Genau. Deswegen wollte ich das einfach, ich lasse das Thema ganz einfach mal ein bisschen offen für die Kommentare, aber für die Kommentare, damit ihr da ein bisschen diskutieren könnt. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr denkt, wie sich gerade die aktuelle Welt so entwickelt. Weil ich denke mir, boah, wie wird die Welt in 10 Jahren aussehen? So, das ist krass. Also ich kann mir ja gar nicht vorstellen, wie das in 10 Jahren wird oder 20 Jahren oder 30 Jahren. Das wird krass, das wird krass. Ich denke mal, die krassesten Jahre stehen uns noch bevor, Leute. Aber ich will auch irgendwie keine Angst machen oder so. Ne? Man muss einfach nur sich selbst treu bleiben, seinen Werten, den menschlichen Werten treu bleiben. Und man muss immer im Kopf behalten, ey, ich bin ein Mensch und nicht irgendwie ein Sklave der Gesellschaft, okay? Macht euch nicht zum Sklaven der Gesellschaft, bleibt ein Mensch, macht euch auch nicht irgendwie zum Roboter oder Sklaven oder was auch immer. Bleibt ihr selbst, bleibt ein Mensch und lebt euer Leben. Und ja, lasst euch nicht von den Medien so krass beeinflussen, würde ich sagen. Mit dem Wort, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.